Wenn Sie die Vorstellung von damals, die Sie hatten am Beginn Ihres Rektorates, mit der Realität, wie sie sich dann tatsächlich gezeigt hat, vergleichen, gab es da einen Unterschied? Also wie war die Vorstellung von diesem Amt und was war dann die Realität, mit der Sie konfrontiert waren? Gab es irgendetwas, das Sie überrascht hat? Naja, ich glaube, die Vorstellung war schon sehr, sehr realitätsnahe. Also ich war ja vorher auch schon längere Jahre an den Universitäten hier am Standort tätig, habe eben auch im Zuge meiner Bewerbung viele Gespräche geführt. Also ich hatte schon ein sehr klares Bild dessen, was mich erwartet, wie die Aufgabe aussieht. Was sicherlich vielleicht nicht so überraschend, aber gewöhnungsbedürftig war, ist der tägliche Terminkalender, wo es wirklich oft im Halbstundentakt durchgeht, und zwar sehr, sehr unterschiedliche Termine und auch Themen. Ja, also man schaltet nach einer halben Stunde komplett um, und das ist etwas, was man in der Wissenschaft nicht macht. Da sitzt man bei einem Thema und oft in die Nachtstunden hinein, wenn es noch nicht gelöst ist. Also da geht's, also das ist schon ein großer Unterschied. Also das Arbeitspensum war es eigentlich auch nicht, obwohl sehr viel zu tun ist. Aber ich habe gesagt, ich hatte zuvor auch zwei Professuren, auch die Leitung von zwei Instituten, die Psychologie hier an der Universität und ein Institut auf der Informatik an der TU Graz. Das heißt, das Arbeitspensum war auch schon sehr hoch. Aber ich hatte in meinem früheren, sage ich mal, in der Wissenschaft, ich konnte mir die Termine selbst einteilen und auch gewisse Freiheit. Und das ist natürlich in meiner Funktion jetzt, also ich habe sehr schnell gelernt, Terminkalender machen andere und es sind einfach Verpflichtungen da, die man wahrnehmen muss und wahrnehmen darf. Und das ist natürlich etwas, was das dauert ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt, ja.